Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Remothered Tormented Fathers. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Ich nehme den Teil jetzt heute ist Dienstag, nehme ich den auf. Das heißt, erst heute Abend kommt der erste Teil online. Das heißt, ich habe leider noch nicht euer Feedback gesehen, aber ich habe mega Lust gehabt, weiterzuspielen, weil die Story ist halt wirklich geil gewesen, finde ich jetzt schon am Anfang. Und auch atmosphärisch und spieltechnisch gefällt es mir ziemlich gut. Und deswegen hoffe ich, das liegt bei euch. Das liegt euch in dem Kram, oder wie sagt man dazu? Genau, dass ich das jetzt weitermache. Gut. Jetzt lass mal schnell gucken, was ich machen muss. Versuche aus dem Haus zu fliehen. Also müssen wir da rauskommen und suche das Verschwinden von Celestes, seiner Tochter. Jetzt im ersten Part. Oh oh. Ich höre Schritte. Jetzt im ersten Part haben wir ja gesehen gehabt, dass der gute Herr Felton, einen nicht so kranken Fetisch anscheinend an den Tag bringt. Wir sehen hier seine, das dürfte seine Frau Jennifer ja sein. Oh oh, ich höre die ganze Zeit Schritte. Warte, das nehmen wir mal mit. Eine Puppe, du kannst einen Verteidigungsgegenstand aufbauen. Okay, ja, das kennen wir ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen... Ist da jetzt die Tür aufgegangen? Nee, oder? Wo ist denn der Typ? Ist der hier? Wo ist denn der? Das ist die einzigste Tür hier, glaube ich, oder? Türen. Du kannst Türen in den Optionen deaktivieren. Den Tutorial. Nee, das will ich noch sehen. Mit ducken, Tür öffnen. Es kann jemand hinter der Tür auf dich warten, bevor du hindurchgehst. Hast du die Möglichkeit, durch den Türschlitz zu spähen und begebe dich in den Duckmodus. Okay. Also wenn ich ducke? Was mache? Ich glaube, der läuft hier oben lang. Ich wette, der läuft hier oben lang. Scheiße. Warte, wir müssen nach links. Oh, da kann man sich gut verstecken. Warte mal. Okay, der ist da hinten. Der läuft hier tatsächlich rum. Okay. Ich schwöre, dieser Mr. Felton, der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Wir müssen, warte, ich muss kurz überlegen, die Treppe runter müssen wir. Was haben wir denn für, lass mich schnell mal gucken, was wir hier bei der Steuerung, was wir hier für Möglichkeiten alles haben. Rennen, ducken, Taschenlampe, ja gut, interagieren, ausweichen, mehr nicht. Okay, so viele Möglichkeiten haben wir hier gar nicht. Nee. Kann man das Licht auch ausschalten? Geht das? Nee, kann ich nicht. Das Problem ist, ich habe hier nicht mal irgendwie so ein Radar oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich muss auf das Gehör achten. Warte, ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Nee. Scheiße, wo geht's denn runter? Ich glaube, wir müssen hier lang.
hast zu viel Licht, da gehe ich nicht hin. Da ist die Treppe. Ich höre Schritte. Wo ist denn der? Wo muss ich lang? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich muss doch runter. Da! Oh nein, bitte komm jetzt nicht die Treppe hoch. Da ist ein Schrank, da könnte ich mich perfekt drin. Okay, der läuft da unten rum. Wartet mal, ich will mich mal kurz verstecken. Muss die jedes Mal was sagen, wenn die in den Schrank reingeht? Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Duck dich. Mann, du warst geduckt. Did I put the damn pills? Nicht bewegen. Oh! Als ob! Lauf! Lauf! Ist das der Ausgang? Nö! Hau ab! Oh, komm! Oh, ich muss mich verstecken. Finde einen alternativen Weg, um aus dem Haus zu entkommen. Komm schon, du schaffst das! Geht das? Keine Chance, nein. Ah, nein! Nein! Scheiße! Okay. Das bedeutet, man kann sich nicht im Dunkeln. Der hat uns sofort gesehen. Der darf uns gar nicht sehen, darf der uns. Das ist natürlich auch ein Problem. Vielleicht wirklich irgendwas finden, was wir werfen können und was den Mr. Felton einfach ablenkt auch. Ist der jetzt schon unten? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ne? Hier ist was. Das nehme ich mal mit. Guck, das könnte ich jetzt werfen. Ich könnte auch den Fahrstuhl holen, aber das ist mir ein bisschen zu laut alles. Da haben wir noch was? Oh oh. Oh, der hat gerade hier hochgeguckt. Wie weit geht der? Seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Nicht bewegen. Okay, wir müssen echt warten, bis der jetzt nochmal in die andere Richtung läuft. Und dann laufen wir. Vielleicht kann ich ihm auch die Vase an den Kopf werfen, dann wird er bewusstlos für ein, zwei Minuten. Das kann natürlich auch sein.
kommt der? Halt. Nee, da hat er uns das letzte Mal ja so gut gesehen, ne? Der ist da hinten, wartet mal. Okay, der kommt wieder. Ich verstecke mich jetzt trotzdem nochmal hier. So, ey, bitte sieht er uns diesmal nicht. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nein, nein! Wieso muss er denn jetzt gerade hochkommen? Ist doch nicht wahr! Mann! Der ist ja eben auch nicht hochgekommen. Als ob, ich kann ja gar nicht mehr entkommen. Ja, komm, ist okay. Hier, komm, leg mich um. Scheiße. Der ist vorher auch nicht da hochgekommen. Der ist unten lang gelaufen. Mann. Also er läuft auf jeden Fall unten lang. Hier oben sind wir relativ sicher. Ich glaube, ich tue den diesmal wirklich gerade ablenken von Anfang an. Das Problem ist, ich kann das noch nicht so gut einschätzen, wo man sich denn gut verstecken kann und wo nicht. Ah nee, der läuft allgemein immer hoch und runter. Ich glaube, ich muss eher warten oben in dem Spiegelschrank, in dem Kleiderschrank. Nö, die Sachen, die ich aufhebe, sind da nicht mehr da, oder was? Scheint fast so. Okay. In dem Schrank, nachdem der die Treppe hochgeht, muss ich in dem Schrank wahrscheinlich warten, kann ich mir gut vorstellen. Na komm, lauf mal, der ist ja eh unten. Halt mal, da habe ich noch was zum Werfen. Ah nee, das ist das, was wir vorhin hatten. Okay, gut, da habe ich nichts gesagt. So. Ich probiere jetzt mal das. Okay, der kommt. Psst. Oh mein Gott. This is my house. Geh wieder hoch. Ah, der geht gerade wieder runter. Das ist nicht gut. Okay. Der läuft einfach nackt rum. Wie krank ist das? Wo ist denn der jetzt? Ist der rechts oder links? Ich muss es riskieren. Ich gehe jetzt trotzdem runter. Der ist da hinten. Okay, komm, komm, komm. Oh, warte mal, du Bastard. Los! Nein! Oh, der ist verletzt. Komm, lauf! Wir schaffen das! Lauf, lauf, lauf! Irgendwo war ein Schrank hier. Irgendwo war ein Schrank hier. Geh da rein, bitte, geh, bitte kann... Nein! Mann, so schnell kann man doch gar nicht entkommen! Irgendwo! Runter! Stopp! Duck dich! Bitte, 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 bitte. Ach, das ist unfair. Das ist unfair. Nein, komm. Ja, ist gut. Komm, keine Chance, Mann. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Also. Wie hat der uns denn unten so gut sehen können? Ich meine, da war es echt mega dunkel gewesen. Ja gut, ich muss dann halt gucken. Also genug Sachen sicher mitnehmen, die ich hier werfen kann und so. Ne? Ich muss eigentlich warten, bis der hochgeht.
Als ob! Okay, das war dumm, aber mit dem hat jetzt echt kein Mensch rechnen können, dass der schon da hinten steht. Kann ich nicht Spielstand laden? Das regt mich gerade auf. Muss ich jedes Mal... Ja. Ja, easy, komm, dann erwischt er mich halt. Ah ja, was hat der da hier zu mir gesagt? Noisy little! Keine Ahnung, vielleicht schaffe ich's. Vielleicht finde ich unten einen Schrank. Der ist mega schnell, guck mal! Keine Chance! Verdammt! Ja, komm, mach doch! Ah ja! Total übertrieben! Oh shit! Gut, ich probiere es jetzt nochmal. Diesmal ein bisschen. Ey, okay, es war auch dumm. Ich hätte jetzt echt nicht wie so ein Kranker da durchrennen müssen. Hätte ich nicht machen sollen, tut mir leid. Ich dachte, man hätte hier mehr Chancen, wenn man ein bisschen rennt. Aber dem ist leider überhaupt nicht so gewesen. Naja, wenn der jetzt oben ist, ist das natürlich eine gute Chance für mich. Ist er natürlich diesmal nicht mehr. Ah ne, da hinten ist er nicht. Der ist unten wieder. Ja, der ist unten. Gut, ich könnte aber auch hier oben jetzt Krach machen. Ich probier's. Der kommt sicher. Wir probieren's. Achtung. Jetzt runter. Oh, der hört mich. Oh, Scheiße. This is my house. You cannot do this. Mann. Keine Chance. Ich muss warten, bis der hochgeht. Ich muss warten, bis der hochgeht. Wo ist denn der? Der läuft jetzt da unten noch rum, gell? Der wird nicht hochgehen, ich glaub's nicht. Ja gut, das letzte Mal, wo wir auf der Treppe saßen, ist der aber auch hochgekommen. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich alleine mit dem Mr. Felton im Haus, ne? Die Gloria, da ist ja irgendwie weg. Also, angeblich sind wir alleine mit dem im Haus. Kommt der hoch? Der kommt nicht hoch. Er ist gerade unten vorbeigelaufen. Also Rennen verrät uns auch sofort. Ist er... Der ist links. Okay, dann gehen wir jetzt mal rechts. Ja, wir müssen halt dahinter, ne? Das ist das Problem. Guck mal, hier können wir einen Teller nehmen. Das ist sicher schon mal gut. Oder eine Tasse. Hier haben wir auch noch was. Was ist denn das? Ein Messer oder was? Du kannst dich, Verteidigung. Dank der Verteidigungsgegenstände kannst du den Gegner schlagen. Okay. Oh nein! Ich Depp. Ich hätte das jetzt... Okay. Nein, nein, alles gut. Was haben wir hier? Ein Bild. Wer sind die? Vielleicht entfernte Verwandte von Dr. Felton? Vielleicht. Wer weiß das schon?
Können wir hier rein? Nee. Kann ich das Licht nicht ausschalten, Mann? Okay. Oh nein, der kommt ja auch bis hierhin gelaufen. Oh nein, warte. Ist er wieder zurück? Ich glaube, der ist wieder zurück. Jetzt müsste ich eigentlich warten, bis er die Treppe hochgeht. Das wäre am schlauesten. Der geht aber nur noch dahinter. Eine Schere habe ich gefunden. Nice. Ah, dann lässt man das Messer fallen. Nee. Das Messer finde ich besser. Ist das ein Messer? Nee, das ist gar kein Messer. Das ist eine Schaufel, oder? Ja, dann nehme ich lieber die Schere. Da kann ich mich drin verstecken, ne? Bringt mir aber nichts. Ja, das letzte Mal hat er uns gesehen, als wir uns hinter der Ecke versteckt haben. Okay, er kommt wieder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lauf, lauf, lauf. Rein da, los! Where did I put the damn pills? Okay. Mann! Nein, auch keine gute Idee, oder? Guckt euch das an! Scheiße! Ist der hoch? Nein! Scheiße! Kann ich nichts drücken? Ganz schlau. Jetzt! Was mache ich denn? Jetzt habe ich mich auch richtig dämlich angestellt. Ja, Leute. Tut mir leid. Ich habe es wieder total versaut. Was soll ich machen? Scroll hintereinander. Was? Ich kann es nicht lesen. Das ging zu schnell. Ich konnte irgendwas machen, um zu entkommen oder so. Ah, scheiße. Gut, Leute, ich verabschiede mich an dem Tag. Ich verabschiede mich an dem Punkt von euch. Ich hoffe, ihr schaltet morgens im nächsten Teil auch wieder ein. Ich schwöre, ich schaffe das. Ich schaffe das bis dahin. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Nier und ciao.